Hallo und herzlich willkommen bei Anstoß unserer Warm-up-Show anlässlich unseres Champions League-Spiels am heutigen Abend gegen Inter Mailand. Wir sind natürlich wieder live hier im Stadion. Letztes Mal haben wir die Kulisse auf der Couch gewählt. Jetzt haben wir uns dafür entschieden, in das schönste Stadion der Welt zu schauen. Deshalb haben wir uns hier auf Hocker gesetzt, so wie es sich gehört, damit ihr auch etwas Atmosphäre mitbekommt von diesem wirklich außergewöhnlichen Stadion und natürlich für uns auch ein außergewöhnlicher Tag. Mit dabei natürlich wieder unser Danny. Danny, und wir haben ein pickepackevolles, wunderbares Programm. Wieder einmal. Ich hoffe, es müsst euch, wir haben noch ein paar Sekunden, da müsste die Mannschaft hier eintreffen. Wollen euch natürlich ganz, ganz viel Live-Atmosphäre hier vermitteln vom Ankunft der Mannschaft. Wir haben pünktlich um 20 Uhr natürlich wieder die Aufstellung aus allererster Hand. Haben einen Vorbericht mit Ashraf Hakimi und Wiedersehen mit BVB-Legende Flemming Paulsen. Da freuen wir uns riesig drauf, dass Flemming hier ist. Ja. Wir haben uns heute Mittag schon getroffen und es ist nach wie vor einfach eine Ehre, solch einen tollen ehemaligen Fußball, aber auch Menschen wieder einmal bei sich zu haben. Genau. Und der ist genauso hier wie später auch Per Mertesacker. Der ist heute Experte bei DAZN, die dieses Spiel ja live und exklusiv übertragen. Wobei Per nicht allzu viele Spiele für den BVB gemacht hat. Bis jetzt noch nicht. Und ich glaube auch, das wird nichts mehr. Ne? Ja, maximal. Ja, und selbst in der Legendenmannschaft, da sehe ich ihn auch nicht. Ich bin mal gespannt, wie groß der wirklich ist. Der muss ja riesig sein, ne? Oder? Ja, ist ein Sitzriese gleich. Wir werden es ja sehen. Mal gucken, wir sitzen hier und dann ist der Per da. Dann müssen wir, Kameramann muss dann natürlich auch ein bisschen auch anders. Auf das Bild sind wir gespannt, ja. Ja, ich auch. Also die Mannschaft ist auf jeden Fall auf dem Weg. Wir freuen uns auf die Partie. Und da denke ich mal, werfen wir mal einen Blick, wo du sagst, wir freuen uns auf die Partie. Es ist eine ganz, ganz wichtige Richtungsweisende, das vor allem mit dem Blick auf die Tabelle. Das kannst du vielleicht mal ganz genau. Wir schauen mal, wie sieht es im Moment aus in der Gruppe F der Champions League. Da sehen wir es in der Tabelle. Erster ist Barcelona mit 7 Punkten. Da steht es zur Halbzeit gegen Slavia Prag 0-0. Und Zweiter und Dritter Inter Mailand und Borussia Dortmund, die sich heute gegenüberstehen. Weil wir in Mailand verloren haben, steht Mailand auf Platz 2. Ich höre gerade, der Bus ist da. Wir schalten direkt um und schauen, wie der Bus einläuft. Der ist jetzt schon erst. Das ist ein Timing. Das ist eine Punktlandung. Die gibt es übrigens nur bei Anstoß, der Warm-up-Show von Borussia Dortmund. Ja, da sehen wir, wer steigt alles aus. Co-Trainer. Ja, der Cheffe. Lucien Favre. Ja, das Dankeschön. Ja, an Schulle, den Busfahrer. Pistschuh haben wir gesehen. Auch ja, unser Champions League-Rekordspieler. Wochenende 300. Das Bundesligaspiel. Für unsere, insgesamt in der Bundesliga gemacht. Thorgan Hazard gerade in Topform auch. Ja, das Nico Schulz. Ich vermute mal, dass Nico heute spielen wird. Einfach so aus dem Gefühl. Mario glaube ich auch. Mats sowieso. Lucien, den wir jetzt sehen. Bonjour. Bonjour. Und der wird heute nicht mit auf Torejagd gehen, höchstens an der Linie. Aber auch da, Danny, hat er sich ein klein wenig geändert. Und es bekommt unserem Spiel ja ganz gut. Ja, ich glaube auch die letzten beiden Heimspiele waren auch ganz, ganz wichtig für Lucien, dass er da auch einfach wieder die Siege, die haben uns aber auch gut getan. Und die haben auch Lucien gut getan, muss man ganz klar so sagen. Rafael Guerrero. Im Prinzip, wenn man sich das anschaut, wir dürfen nicht verlieren. Das haben wir eben bei der Tabelle gesehen. Wir dürfen fast nicht verlieren, weil dann wird es ganz, ganz, ganz schwer. So, genau. Die Mannschaft ist jetzt auf dem Weg in die Kabine, kommen gleich nochmal raus zur Platzbesichtigung. In der Zwischenzeit hier sehen wir noch unsere Schweizer Fraktion. Wollen wir euch weiter auf diese Partie einstimmen? Und wir machen das mit Lucien Favre und Julian Brandt. Die waren gestern auf der Pressekonferenz. Und hier für euch jetzt nochmal kurz und knackig zusammengefasst die Highlights dieser PK. Ich glaube, jeder kann ja eine Tabelle lesen und weiß natürlich, dass gerade mit dem Hinspiel Inter sicherlich einen kleinen Vorteil jetzt genießt. Wir müssen auch eine sehr, sehr gute Leistung bringen, wenn wir gewinnen wollen. Wir haben viel, viel vor noch in der Champions League, deswegen wollen wir das Spiel definitiv gewinnen. Und wir müssen gut angreifen und auch gut verteidigen, müssen die richtige Balance finden. Sie sind gefährlich. Trotz aller dem musst du natürlich dann auch gucken, dass du nicht einfach blind morgen einfach raufgehst und versuchst mit aller Kraft das Spiel zu gewinnen, sondern dass du schon auch versuchst clever zu spielen. Sie konnten auch sehr, sehr schnell
schnell, sie spielen auch Fußball, kommen viele Flanke und ja, das ist eine gefährliche Mannschaft. Wie gesagt, wir müssen eine sehr, sehr, sehr gute Leistung bringen. Wir spielen zu Hause, wir sind Borussia Dortmund, wir haben hier schon gegen ganz andere Mannschaften gewonnen und ich glaube, das sollte man auch morgen. Ja, Nobby, ich denke, Julian hat es gerade auf den Punkt gebracht. Wir sind Borussia Dortmund und gerade hier zu Hause haben wir schon ganz andere geschlagen, das weißt du. Das stimmt. Und weißt du, was mir besonders viel Spaß gemacht hat? Wie es Julia gesagt hat, da habe ich eine Entschlossenheit gesehen. Der hat, glaube ich, richtig Bock auf das Spiel. Der will hier auf jeden Fall gewinnen und das merkst du. Der Gesichtsausdruck hat mir das gezeigt und deshalb freue ich mich drauf. Er ist ein super Junge, ein super Techniker. Er ist noch nicht ganz angekommen, aber wenn der mal angekommen ist, sage ich dir, werden wir einen Riesenspaß an ihm haben. Noch mehr, als wir bis jetzt schon haben. Und wie er schon sagt, wir haben hier schon ganz andere geschlagen, als wenn er gegen Real Madrid und gegen Malaga mit dabei gewesen wäre. Das ist die Identifikation mit einer Stadt und einem Verein. Besser kann es wirklich nicht sein. Wie sich das gehört. So, jetzt schauen wir mal. Sind schon ein paar Spiele. Ich drehe mich mal um. Nee, noch ist es sehr ruhig. Haben wir eigentlich am heutigen Tag auch eine Tunnelkamera? Haben wir sowas? Können wir da drauf zugehen? Guck dir es an. Die ist zwar nicht ganz so scharf, aber ist egal. Unser zuständiger Mann von Social Media ist links etwas angeschlagen, aber hat es einen Ausgang gefunden. Sehr schön. Vielleicht nutzen wir vielleicht mal die Gelegenheit, ganz kurz, wenn wir auf die Mannschaft noch warten, einen kleinen Werbeblock einzuschieben. Bobby, können wir das mal ganz kurz zeigen hier unten drunter? Hör mal, das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Das ist unser Weihnachtskalender in diesem Jahr. Kostet zwar eine Menge, aber es gibt 24 solcher oder ähnlicher Felder und in jedem Feld ist etwas ganz, ganz Tolles drin. Den gibt es ab sofort zu kaufen, limitierte Auflage 1909 wie immer und ich weiß, dass schon eine Menge weg sind. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, schlagt schnell zu. Ja, nochmal der nervöse Blick nach hinten. Ich sehe nichts. So, Original und Fälschung. Und jetzt können wir ja mal gucken, irgendwie die Sicht aus dem Hubschrauber. Haben wir leider nicht, das tut mir leid. Okay, also freust du dich auf die Partie? Ja, ich freue mich riesig. Wie gesagt, was du gesagt hast, ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Aber ich glaube, diese Spiele verlieren fast vor Boden. Die Spiele, die liegen uns. Und ich glaube, wenn jetzt nichts kommt, Nobby, sollten wir uns mal mit einem Mann beschäftigen, auf den es heute auch ankommt, der vor allem in der Champions League sehr überzeugt hat bislang. Er hat die zwei Tore in der Champions League geschossen, die wir bisher erzielt haben. Er ist ein unfassbar aggressiver, offensiver Spieler. Und wenn der nach vorne geht, dann brennt es in jedem Strafraum, weil du ihn meistens nur mit Fouls bremsen kannst. Deshalb haben wir uns mit unserer Flügelrakete einmal getroffen. Unser Bericht über Ashraf Hakimi. Der BVB in der Champions League. Bis jetzt noch keine runde Geschichte. Nach dem starken Remis gegen Barca und dem Sieg gegen Prag folgte die Ernüchterung in Mailand. Der Partido que jugamos ahí, la verdad que fue un partido difícil, que ellos plantearon muy bien el partido y bueno, yo creo que a nosotros también hicimos buen partido, solo que nos faltó un poco finalizar las jugadas que hacíamos bien, porque hasta llegar a tres cuartos de campo hacíamos todo bien, pero luego nos faltaba el último pase o tirar o cualquier cosa de esa y yo creo que eso nos faltó y luego, pues bueno, estar pendientes un poco de lo que hacen ellos, que es un poco el balón a la espalda y yo creo que si hacemos eso el martes tenemos posibilidades de ganar. Diese Chance zu nutzen, wird auch Ashraf Hakimi in Bestform gebraucht. Unsere Nummer 5 hat die bis dato einzigen BVB-Treffer in der Champions League markiert. Auch weil er in dieser Saison offensiver eingesetzt wird. Te ayuda a estar cerca del área, de intentar ayudar a los compañeros para intentar marcar o dar algún pase y luego también ayudar al equipo defensivamente, que eso también es importante, que juegues adelante. Bestätigen Ashraf und Co. den Eindruck aus den letzten Partien, ist auch Inter schlagbar. Ein Sieg gegen die Italiener wäre in der aktuellen Gruppenkonstellation doppelt wichtig. Bueno, sí que es un partido clave que necesitamos, bueno, ganar en sí, porque es un rival directo para el grupo y sobre todo para la clasificación, pero bueno, no vamos a intentar pensarlo y sobre todo solo pensar que es un partido más, que es un partido en el que tenemos que disfrutar y
y dar lo mejor de nosotros, que seguro que si hacemos eso nos van a salir bien las cosas y va a llegar el resultado que queremos. Ein enormer Vorteil, das Stadion. Wettbewerbsübergreifend ist Schwarz-Gelb zu Hause seit 9 Spielen ungeschlagen. Auch weil die Fans immer hinter der Mannschaft stehen. Más jugando en casa con nuestra afición, que siempre están ahí apoyándonos desde el minuto, bueno, es decir, desde el calentamiento hasta después del partido están ahí animándonos y yo creo que eso nos va a dar un plus a nosotros, sobre todo de motivación, de si no puedes más intentarlo hasta el final y yo creo que eso nos va a ayudar bastante, bastante a nosotros y yo creo que va a ser un plus para el partido. Mit der Unterstützung im Rücken und der Qualität auf dem Platz ist der BVB nur schwer zu bezwingen. Und sollte das nicht reichen, wirft Aschraf noch einen Geburtstagswunsch in die Waagschale. Schließlich wird am Tag vor dem Spiel 21 Jahre alt. Sí, la verdad que bueno, que mejor regalo que una victoria el martes y celebrarlo todos juntos, que yo creo que lo mejor que me puede pasar ahora mismo. Ein Sieg gegen Inter, das Weiterkommen in greifbarer Nähe, das wäre dann wirklich eine runde Geschichte für Aschraf und den BVB. Ja, ganz interessante Meldungen von Aschraf Hakimi, ganz interessante Meinungen. Ich glaube, dass er hundertprozentig recht hat. Und jetzt ist unser Gast des Tages quasi eingetroffen. Ich freue mich. Des Jahres, des Jahrhunderts. Fleming Paulsen ist hier. Ich begrüße dich ganz herzlich. Danke, danke. Schön, dass du da bist. Wir haben uns ja heute Mittag ganz kurz getroffen, ganz kurz miteinander gesprochen. Die erste Frage, wie geht es dir und warum wolltest du dir dieses Spiel auf gar keinen Fall entgehen lassen? Erstens, mir geht es gut. In Dänemark bin ich unterwegs als sogenannte Experte bei den Ligaspielen oder bei der Nationalmannschaft. Und dann bin ich auch als Trainer für talentierte Jungs unterwegs. Und von daher komme ich natürlich gerne nach Dortmund, weil es meine zweite Heimat ist. Wie ist das? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Egal, wo du hinkommst, wahrscheinlich kommen ja alle auf dich zu und sagen, hallo Fleming und wollen dich herzen. Doch, also die von meiner Generation da sind, die noch übergeblieben sind, die wollen natürlich auch mal einen Gruß weitergeben. Und das freut mich natürlich immer, weil ich habe hier mein Bestes gegeben und ich habe vieles gegeben, aber ich habe so viel von den Zuschauern zurückbekommen und davon kann ich heute noch leben. Und das, deswegen bin ich, denke ich, ein guter Botschafter des BVB. Überall, wo ich hinkomme, lobe ich dieses Stadion, lobe ich dieses Publikum, lobe ich meine ehemaligen Mitspieler und solche Erlebnisse, die ich hier hatte, die kriegt man nicht oft als Spieler. Ich habe das Glück gehabt, hier spielen zu dürfen und habe gut, schöne Erinnerungen. Übrigens, dass mein einziges Tor des Monats habe ich gegen Inter Mailand geschossen. Ehrlich? Ablösespiel, ein Freundschaftsspiel für Dortmund gegen Inter Mailand, als Matthias Sammer noch hier war. Geht mal auf Social Media, YouTube, da guckst du das. Werden jetzt alle gehen, Flemings Tor gegen Inter Mailand. Ja, das war's schon. Ja, das ist vielleicht auch ein gutes Omen. Wir haben eben die Situation in der Gruppe F schon angesprochen, Fleming. Ja. Es ist natürlich schon etwas Druck auf dem Kessel bei uns, das ist ganz klar. Wie bist du als Spieler mit so einem Druck umgegangen oder hat man sich da gegenseitig auch geholfen? Ja, also mit Druck gehst du immer um. Hier im Stadion, hier in dieser Mannschaft, wo man so viel erreichen muss. Aber Druck gibt auch mal Kräfte, setzt auch mal Kräfte frei. Und das meine ich, das hat es bei uns gemacht damals, wenn wir hier zu Hause gespielt haben. Wir sind auch mal vom Auswärtsspiel zurückgekommen, haben hingelegen und haben hier dann das ganze Ding gedreht. Und man muss halt was riskieren, keine Angst haben. Ich habe das Hinspiel gesehen und da habe ich gesehen eine etwas ängstliche taktische Maßnahme vom Trainer. Glaube, und das muss man zur Seite schieben und sagen, jetzt ab geht die Post Richtung Inter-Tor und da müssen wir erstmal die Inter-Spieler herausfordern. Und das war nicht der Fall in Mailand. Das muss man hier heute tun. Es ist in 7 Tagen das dritte Heimspiel, was wir hier haben. Ja. Die ersten beiden haben wir gewonnen. Kann man vielleicht da auch diese positive Aura oder das positive mit auf das Spielfeld nehmen und sagen, was ist es egal, ob es in der Mailand ist. Man stand ja, diese Mannschaft stand ja vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach mit dem Rücken zur Wand. Alle so Spekulationen außenrum, Trainer und viele negative Schlagzeilen. Man hat sich aufgerappelt, gewonnen und dann hat dann auch nach dem Spiel danach gesehen, gegen Wolfsburg keine Problemchen, aber dennoch 3-0 gewonnen. Und jetzt sind die Problemzonen, jetzt sind
vorbei. Jetzt kann man mit erhobenem Hauptes wieder auf dem Feld gehen. Mit der Unterstützung dieser Fans kann man dieser 2- oder 3-0 Ergebnis erzielen. Ja, ich muss jetzt genau. Als Motivator, wir brauchen mehr Fans. Gesagt. Wir müssen jetzt ein bisschen weilen. Per Mertesacker ist da und Alex Schlüter, unsere Kollegin von The Zone. Wir gehen nämlich hart auf 20 Uhr zu. Grüß dich. Heute unsere beiden. Alex. Grüß dich. Per, bevor wir jetzt hier ganz kurz starten, wir müssen ganz kurz 2, 3 Bilder zeigen. Weiß es nicht, ob du weißt, deine besondere Beziehung zum Signal Iduna Park. Es ist 15 Jahre her, das junge Kerlchen hier, damals noch 19 Jahre, das erste Bundesliga-Tor hier erzielt im Signal Iduna Park. Ich bin dir jetzt noch böse, dass du das weißt. Es war der 92. Minute, der 1:1 Ausgleich, entsprechend auch der Jubel. Wir sind gute Gastgeber, wir haben es dir verziehen. Herzlich willkommen hier wieder im schönsten Stadion. Hast du es noch in Erinnerung? Ja, wie gestern fast. 15 Jahre her, aber ich kann mich noch nicht, ich glaube, es war mein 4. Bundesligaspiel. Ich war gerade mit dabei und dann gegen Koller Rosicki zu spielen, das waren ganz besondere Momente. Das stimmt, das sind auch coole Typen, heute noch. Lass uns schnell über das Spiel reden, bevor wir gleich in die Aufstellung kommen. Wir müssen natürlich auf deine Expertise heute mal zurückgreifen. Im Hinspiel haben wir uns schon schwer getan. Das haben wir gesehen, wir haben verloren und wir haben nicht allzu viele Chancen gegen die Inter-Abwehr bekommen. Wie sollten wir heute offensiv agieren, damit wir da wirklich erfolgreich zum Abschluss kommen? Ja, ich glaube, man hat sich sehr an Inter orientiert mit Dreierkette auch im Hinspiel. Ich glaube, heute sollte man sich fast nur auf seine Stärken konzentrieren, Viererkette wieder zu spielen. Ich denke, man hat 4 Offensivspieler ohne klaren Neuner, ohne klaren zentralen Stürmer, 4 Spieler, die sich wirklich in den Räumen gut bewegen können. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man sich darauf konzentriert und mutig nach vorne spielt und nicht wie letztes Mal bei Inter Mailand sich wirklich... Da vertraust du aber auch dem BVB. Da vertraue ich auch dem BVB, da die Lösung zu finden, offensiv. Aha. Und wir bei The Zone werden das auch noch ein bisschen fokussieren nachher. Was wir dem BVB empfehlen würden, auch diese Räume zu nutzen in den vorderen Bereichen. Klar, man soll die Räume nutzen, aber man muss auch immer wieder das Zentrum auch besetzen, besonders vorne drin. Und da hat man 4 Spieler, die sich sehr gerne im Raum bewegen. Der Trainer von Inter hat allerdings gesagt, hier können wir nicht auf Abwarten spielen, wir müssen nach vorne spielen. Das wird vielleicht ein offener Schlagabtausch, von daher wird sicherlich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Es wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Direktes Duell um Platz 2. Darum geht es heute wirklich. Barcelona ist weg. Es geht um den 2. Platz, um den Erhalt der Champions League. Da darf man sich nicht zurückhalten. Deswegen hoffe ich, dass sich Inter nicht nur hinten reinstellt. Ich glaube, das wäre gut für Dortmund. Zurückhalten ist ein gutes Thema. Ich weiß, Nobby, du willst am liebsten die ganze Analyse schon durchziehen. Wir müssen die Kollegen von The Zone ja auch noch was zur Analyse lassen. Lass mir ein bisschen was von ihm noch. Das wäre nett. Wenn der Alex auflässt. Der Alex hat nämlich brandfrisch hier die Aufstellung reingebracht. Ich denke mal, BVB ist Chefsache hier. Dann ja, selbstverständlich, nachher, das nehme ich noch nicht weg. Weil die Jungs warten, wir können seit 3 Minuten schon, vielleicht machen wir kurz die Aufstellung von heute kurz rund. Alex, du hast sie dabei. Mitgebracht. Das ist der BVB. Also, wir spielen wie folgt im Tor. Roman Bürki steht heute im Kasten. Hinten rechts wird Ashraf Hakimi spielen in der Innenverteidigung. Manuel Akanji und Mats Hummels und links Nico Schulz. Davor Witzel Weigel. Jule hatte voll überzeugt in den letzten Spielen offensiv. Sancho, Brandt, Hazard und vorne wahrscheinlich Götze in der Spitze, wobei die sich vielleicht auch ein bisschen abwechseln werden. Ich bin sehr zufrieden mit der Aufstellung und sage, der BVB gewinnt. Aber Alex, die Truppe, die Inter aufs Feld schickt, ja, da spielen auch 11 mit und ja, vor allen Dingen 11 ganz gute. Das hat die Borussia ja im Hinspiel erlebt. Hinten drin absolute Qualität, Godin, De Vrij und Skriniar. Das ist, Per, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber geredet, höchste europäische Qualität da hinten in der Defensive. Du bist großer Godin-Fan. Ja, auch, dass er von Atletico jetzt nach Inter gegangen ist und seine Spielstärke jetzt zeigt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil Inter auch unter Conte versucht, gut zu verteidigen, aber immer wieder auch hinten rauszuspielen. Also deswegen ist man da sehr gespannt, wie die Dortmunder besonders mit ihren quirligen 4 Spielern offensiv wirklich da wirklich immer wieder ins Zentrum kommen kann. Ne? Nicht nur drumherum zu spielen, auch wirklich dahin zu gehen, wo es weh tut. Das wird heute ganz, ganz wichtig sein. Im Mittelfeld Candreva, Vecino, Brozovic, Barella und Biragi. Und vorne drin haben wir uns auch vorhin schon drüber unterhalten, werden wir dann auf The Zone auch noch ein bisschen ausführlicher machen in der Vorberichterstattung. Martinez und Lukaku. Lukaku hat der Mann auch gespielt. Und ich weiß nicht, ob er die blauen Flecken noch trägt. Das ist schon ein Tier, ne? Ja, das ist schwierig. Und besonders, wenn du im 1 gegen 1 bist. Das hast du! Ja, ich konnte mich ja noch gut auf ihn aufstützen bei Kopfballduellen, aber unten auf dem Boden, wenn er frei angespielt wird, also wenn die Passwege frei sind zu Lukaku, besonders am 16er,
Wenn er sich dann, wenn er dann seinen Ellbogen nicht reinrammt, dann wird es schwierig, das 1 gegen 1 zu verteidigen. Das heißt, wenn man Viererkette spielt wie heute, mit zwei Innenverteidigern gegen, ist ein 1 gegen 1. Da müssen die Bälle auf die beiden Spieler unbedingt verhindert werden. Also Witzel, Weigel spielen da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wir spielen heute VM, volle Möhre. Was hast du zur Aufstellung vom BVB? Klasse. Ich finde, du musst auch mal am engen Raum spielen können. Und das können die Jungs da vorne. Und wie gesagt, wie Peer sagt, das Pressing auf den Ball spielen, Italiener muss im Schrank sitzen. Und das können die Jungs auch. Die müssen viel Laufarbeit hinrichten. Aber das war Dortmund immer bekannt für. Jetzt noch ein kurzer Mutmacher für unsere Seher. Warum gewinnt der BVB? Ja, weil man heute... Ja, wirklich auf Vollangriff und auch mutig raufgeht auf diese Intermannschaft, die wirklich unter Druck gesetzt werden muss heute. Ich glaube, mit den Fans im Rücken. Ich habe hier auch schon das eine oder andere Mal gespielt. Habe zwar auch mal getroffen, aber habe gespürt, was es bedeutet, hier zu spielen. Und das, man sagt es sogar an die Fans, das ist wirklich der 12. Mann hier. Ja gut, ab geht's. Also ich kann es ja kaum erwarten, weil auch so eine offensive Ausrichtung hier in der Mannschaft ist. Und das tut immer die Dortmunder Fans gut an. Das tut die Mannschaft gut, dass man auf ihren Stärken spielt. Und es ist eine spielstärke Mannschaft, die auch mal Tore machen kann. Euch beiden ein dickes, fettes Dankeschön, dass ihr zu uns gekommen seid. Drückt dem BVB die Daumen. Und wie es jetzt weitergeht, sagt uns Danny. Ja, Nobby, für dich natürlich hier im Stadion, schönster Job, Stadionsprecher und nachher im Netzradio. Und die Bilder heute live und exklusiv nur bei DAZN. Und Alex, hast du jetzt nochmal kurz die Chance, nochmal ganz knackig zu sagen, was habt ihr heute in der Sendung? Also wir werden uns tatsächlich vor dem Anpfiff drum kümmern, was die Borussia da vorne richtig machen muss. Wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, Götze und Brandt vorne Räume finden, aber dann eben auch die entscheidenden Räume besetzen. Also ich glaube, da können sich alle Zuschauer darauf freuen. Wir müssen auch über Lukaku reden. Und wir dürfen uns darauf verlassen, dass der Kerl hier weiß, wie man gegen ein Antonio Conte-Team spielen muss. Denn er hat vorhin, er ist ja jetzt sehr, sehr zurückhaltend und immer der Mann mit dem Understatement, der gute Pair. Aber er hat mit ein bisschen Stolz vorhin beim Essen erzählt, der hat Antonio Conte im FA Cup im Finale geschlagen. Da hat er auch mit Dreierkette gespielt. Und Pair hat gesagt, wir haben sie richtig weggemacht. Es kann nicht schief gehen. Er hat sie weggemacht. Er hat ein Tor geschossen. Ich habe nie gegen die gespielt. Auch schön. Also ich habe auch nie verloren. Hat alle was gemeinsam. Aber also genug Gründe gesammelt hier in Anschluss der Warm-Up-Show um 1940, richtig? 2040 gehen wir auf Sendung. Ja. Bei DAZN. Der Link, falls ihr noch nicht bei DAZN seid, kann ich mir nicht vorstellen. Der Link ist jetzt eingeblendet. Unbedingt. Jetzt noch schnell dabei. Holen. Der erste Monat ist sogar gratis. Also Gründe genug. Vielen Dank, das war's hier. Viel Sehr Spaß gerne. Euch nachher. Ja, wunderbar. Perfekt. Der Engländer sagt, more goes not. Danke. Viel Spaß. Danke. Super. Teaser perfekt.